So, dann mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Community Server. Zum ersten Mal auf meinem schönen neuen Bildschirm. Den könnt ihr euch gerne bei Instagram angucken. Den habe ich mir gestern gekauft und ich bin super aufgeregt. Man sieht hier, die Grafik muss leider noch ein bisschen hinterherladen. Aber das ist kein Problem. Ich hoffe, bei euch auf dem Bildschirm sieht es genauso schön aus wie bei mir. Wahrscheinlich wird durchs Runterkonvertieren das nicht ganz so schön aussehen, aber vielleicht ansatzweise. Ich bin sehr gespannt, ob sich dadurch jetzt die Aufnahmequalität ändert, da ich jetzt in einer anderen, ja, Pixelrate aufnehme oder wie auch immer. Neue Auflösung, die Einstellung habe ich nochmal ein bisschen angepasst. Und da bin ich sehr gespannt, wie das im Endeffekt aussieht. Ja, Juanita und Robster liegen hier. Aber so wie ich das gesehen habe, war eine Person auf dem Server. Sagen wir doch einfach mal Servus. Und schauen mal, wen wir da haben. So. Ich brauche definitiv erstmal Fleisch. Ach, der Hawk ist wieder dabei. So, natürlich kein Fleisch. Ist die Frage. Haben die Kollegen wenigstens schon mal einen Ofen irgendwo hingebaut? Sieht nicht so aus. Ja, wie man sieht, wir haben ein paar Dinos dazu bekommen. Ein Teil davon habe ich gezähmt. Ein Teil der Robster, die Juanita, der Jones. Ja, der hier ist meiner. Den habe ich gestern oder vorgestern gefunden auf Level 100. Ich habe es auch endlich hinbekommen, das Level auf dem Server so anzupassen, dass die wilden Dinos bis Level 600 spawnen. Der war zwar nur Level 100, aber ist einfach wundervoll. Der sieht so schön aus. Hallo. Schön, schön. Ah, und wie man sieht, der ist permanent am Verhungern, weil der gute Kollege Feuerdrache natürlich nur gekochtes Fleisch isst. Demnach muss ich ganz dringend mal ein bisschen Fleisch kochen. Und dazu hätte ich ganz gerne einen Industrial Cooker, den wir anscheinend doch noch nicht haben. Ich bezweifle, dass man das hier drinnen kochen kann. Demnach schauen wir mal kurz in die S-Plus Station. Da, ein Industrial Grill. Wir brauchen Öl und Kristall. Und wir haben Kristall, haben wir. So, wie sieht's mit Öl aus? Öl. Ach ja. Haben wir ein bisschen was. Schön. Dann schmeißen wir das Ding mal an. Und ja, ich weiß endlich, dass man hier ins Inventory wechseln kann. Nicht so wie in der letzten oder vorletzten Folge. Was ich auch ganz cool am neuen Update finde. Inventar. E. Und der schließt automatisch das Inventar. Das finde ich so geil. Das hat mich immer so genervt, aus dem Inventar rausgehen zu müssen. So, und weil wir fröhlich Fleisch verticken, stellen wir den Industrial Grill mal hier an die Seite. Und dann braucht man natürlich ihn. Mich mal interessieren, ob der mit Drachengas läuft. Weil das Schöne an der Dragontail Mod ist, dieser Feuerdrache zum Beispiel stellt Gasolin her. Und Dragon Gale, Ale, wie auch immer. Gucken wir mal, ob er hier was drin hat. Gucken wir einfach mal nach Dragon. Hat er natürlich nicht. Fragt mich nicht warum. Der Kollege hier ist auch ein Feuerdrache. Und hat auch keins drin. Das ist ja sehr geil. Okay. Es läuft natürlich nicht, weil dieses Drachengas nur für die Drachenforge geeignet ist. Die werden wir auch noch bauen.
sobald wir 40 Drachenseelen zusammen haben. Weil die kostet nämlich ein bisschen. Zack, zack. Ach, schön. Es macht so einen Spaß, auf dem neuen Bildschirm zu zocken. Ich könnte eigentlich mal noch ein Vorherbild hochladen, auf was ich vorher gezockt habe für den Bildschirm. Das war grausig. Und jetzt schön. Oh, sehr geil. So, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Fleisch. Naja, kann man in der Zwischenzeit mal kurz leveln. Oha. Ja, ich habe ein paar Points available. Okay. Dann Fortitude auf 300. Crafting Speed passt eigentlich so. Movement Speed reicht auch. Dann können wir hier nochmal auf 1500 gehen. Ja, schmeißen wir Food und Wasser noch ein bisschen hoch. Ja, Oxygen, Stamina haben wir eigentlich auch genug. Na komm, wir gehen mal auf, ich wollte gerade sagen 1800. Melee Damage 900 und der Rest geht in Herz. Boah. Ploppt das schön auf. So, da haben wir auch schon ein bisschen Fleisch, weil wir werden auch gleich verhungern, genau. Mampf, mampf, mampf. So, ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie weit wir in der letzten Folge schon waren. Ich habe jetzt, glaube ich, ein, zwei Tage nicht aufgenommen, sondern die alten Folgen hochgeladen. Aber ich glaube, der Zaun stand hier schon. Und ja, großartig viel dazugekommen ist, glaube ich, nicht. Ja. So, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Gute Frage, was machen wir eigentlich in der Folge? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir ein paar schicke Dinos finden. Gucken, wie die Grafik hier aussieht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, gucken so ein bisschen. Ich denke, wir werden auch demnächst anfangen, das Gebäude hier umzuplatzieren. Das war eigentlich eher so eine spontane kleine Base, die immer noch ziemlich hässlich aussieht nach ein paar Folgen. Unser jetziger Plan ist es, das Häuschen, da kommen später die Dinos hin und wir ziehen mit dem Gebäude hier auf den Berg rauf. Weil hier hat man eigentlich eine ziemlich schöne Fläche zum Bauen. Und gleich noch ein bisschen erhöht. Und ich glaube, damit können wir in dieser Folge eigentlich schon anfangen. Ja. Ich holz da mal schnell alles nieder. Und dann craften wir ein bisschen, sobald es hell wird. Ach, Alter, der ist so am Hungern. Ich muss den erstmal ein bisschen Fleisch reinpacken. Lalalala. Zack. Eigentlich können wir da gleich mal ein paar Stacks mehr reinschmeißen. So ein verwöhntes Teil frisst echt nur gekochtes Fleisch, ne? Und Food. Ist auch geil. 0,0. Na, ja, da steigt's. Zack. Wenn er halt nur gekochtes haben will, dann kriegt er halt auch nur gekochtes. Dim, dim. Schön. So, ich wollte jetzt Bäume fällen. Ja, wie man sieht, wir haben hier auf der Insel jetzt auch schon Stargate gebaut, um von hier aus auch reisen zu können. Und ja, ich hatte erst ein Schild reingemacht, so lange bis der Jones mit unserem blauen Drachen gestorben ist, weil das Schild aktiviert war und er dadurch ist. Und ja, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Deswegen haben wir das jetzt wieder rausgenommen. So. Ich finde die Drachen super. Das
Geile ist, wenn man C drückt, sammeln die auch gleichzeitig noch Holz, Stein, Metall, alles Mögliche. Ist halt super praktisch. Genau, hier auf der Fläche. Fläche, genau. Auf der Fläche hier wollen wir unsere Base errichten. So, und natürlich bauen wir aus Glasmetall. Gucken, wie viele Ressourcen wir überhaupt da haben. Wir brauchen nämlich ganz viel Kristall. Ist schon alles drin. Zementpaste. Zack. Und Metall natürlich. Oh. Ja, da haben wir genug. So. Das Schöne ist, wir müssen auch nicht allzu viel craften. Dadurch, dass wir erst Plus bauen, können wir dann einfach ab einem gewissen Punkt die alte Base rüber platzieren, umbauen, etc. Aber ich würde trotzdem sagen, für den Anfang... Na, da muss ich mal kurz im Kopf durchgehen. Wenn wir da ein Dings hinsetzen, das hat zwei Felder. 3, 4, 5, 6. Ja, von Anfang 6 mal 6 macht 36. Und dann brauchen wir dazu eine ganze Menge Wände. Ja, fangen wir mal mit 50 an. Dim, dim, dim. Ceilings können wir auch gleich mal 36 dazu nehmen. Also. Mal gucken, wir bauen meistens im Pyramidenstil. Gucken, ob wir uns den beibehalten oder nicht. Ja. Sehen wir dann. Ja, das craftet schön durch. Ja, war schöner Kacke-Sammler. Dürfte mittlerweile auch gut gefüllt sein mit Scheiße. Ja, weil ich habe schon mal angefangen, ein bisschen Fertilizer zu produzieren, so dass wir jetzt wirklich langsam mal anfangen können, uns die Base hier aufzubauen nach 2-3 Tagen. Bis jetzt haben wir hier immer nur rumgespielt, sind rumgeflogen, weil die Map ist halt auch so schön. Und ich habe richtig geile Wasserfälle entdeckt. Da würde ich ja am liebsten bauen. Die muss ich euch auch irgendwann demnächst mal zeigen. Ja, genau. Und zwar sind die... Puh. Ich glaube unten links. So bei 70, 15 ungefähr. Entweder... Auf jeden Fall irgendwo am Rand der Karte. Also entweder unten links, oben links oder oben rechts. Eins von den dreien. Ich glaube, kann auch oben links gewesen sein. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber die zeige ich euch bei Gelegenheit auf jeden Fall mal. Jo. Ach, hey, ey. Schön, wie meine Stimme immer versagt. So, da mal ein bisschen Cooked Meat. Das kann hier in Ruhe durchbraten. Und... Das bekommt er. Der kann sich hier schön hochfüttern. Können wir mal ein Stück nachhelfen. 3 mal einfach alle rein. Stelle beende ich die Folge und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Tschüss!